Wir wollen einfach zeitlose, elegante Häuser bauen, die vom Mainstream einfach ein bisschen abweichen und dann zeitlose Lebensräume aus Holz Jahre überdauern können, ohne einem Trend hinterher zu laufen. Wir haben durch die Produktion letztendlich von Holzhäusern großen Platzbedarf, Lagerbedarf für Materialien. Und die bisherigen Gebäude auf dem Betriebsgelände konnten das dauerhaft nicht sicherstellen und nicht mehr darstellen. Weswegen wir uns dann im Jahr 2021 entschieden haben, eine neue Produktionshalle zu bauen. Ich wollte natürlich dem Kunden zeigen, dass wir besondere Sachen bauen wollen und können und darstellen, dass man auch mit Holz große Gebäude verwirklichen kann. Wir automatisieren unseren Produktionsablauf, soweit es geht, und glaube ich, haben da eine gute Lösung gefunden. Wir haben 8 Zimmerergesellen, einen Auszubildenden, eine Bürokraft, eine Bautechniker und ich als Zimmerermeister. Ja, als kleiner Handwerksbetrieb musst du natürlich auch wirtschaftlich arbeiten und denken, wie wir uns dann für eine teilautomatisierte Produktion entschieden haben. Und dann nehmen wir natürlich einen manuellen Werkzeugwechsel bei der M300 gerne in Kauf. Die M300 hat jetzt Sägeaggregat. Das ist natürlich ein sehr großer Vorteil für uns, weil wir da deutlich verschnittarmer arbeiten können. Wir können schneller arbeiten mit der Maschine. Und für uns hat das den Vorteil, dass man zum Beispiel 80 mm dicke Holzfaserplatten damit durchsägen kann. Voltec ist an der zentralen Absaugung angeschlossen, hat aber zusätzlich eine mitführende Absauganlage. So können wir Holzspäne trennen von anderen Spänen und haben dadurch einen deutlichen Vorteil in der Entsorgung bzw. in der Wiederverwertung dieser Produkte. Also anfangs war das natürlich schon eine große Umstellung, weg vom Zettel und Handskizze hin zu PC-Arbeit. Aber trotzdem ist die ganze Bedienung sehr intuitiv. Es lohnt sich definitiv, mehr Zeit in der Arbeitsvorbereitung zu investieren, weil man letztendlich vor unerwarteten Problemen auf der Baustelle besser geschützt ist und wie gesagt auch die Produktionsabläufe letztendlich besser funktionieren und langfristiger planbar sind. Beginnend ist die Produktion unserer Wand- und Deckenelemente natürlich bei der Abbandanlage. Der Vorteil von der Abbandanlage ist jetzt endlich, dass wir jetzt Hölzer genau zu dem Zeitpunkt produzieren können, an dem wir es tatsächlich auch verbauen, und dass wir gerade langwierige Sortierungen von Hölzern aus unterschiedlichen Bauteilen entsprechend gleich markiert an der Abbandanlage und das dann gleich sortiert. Ja, für uns war es natürlich auch sehr wichtig, dass wir diesen traditionellen Handwerksberuf des Zimmerers weitestgehend auch mit digitalen Möglichkeiten unterstützen und so eine gewisse moderne Zukunft führen.